Full House im alten Kino Wels. Die Schulter ist auch Andrea Keller. Sie ist Autorin, Schreibcoach und Kreativkomplizin. Sie reist liebend gerne an und setzt um. Das steht in ihrer Homepage drin. Ihr Thema ist der Blick fürs Wesentliche, zum Beispiel auf verhoffnungsvolle Momente in Krisenzeiten. Sie will Fäden spinnen, von Mensch zu Mensch, zur Kultur, zur Natur oder auch zu Vergangenem, zum Zerfall. Oh Darling, du zerfällst mir sehr. Ihr Projekt in Mels, wo sie mit ihrem Team im alten Kino Mels für Vollbesetzung gesorgt hat. Aber alles von Anfang an. Ein herzliches Willkommen. Es ist so schön, euch alle zu sehen. Zum Teil bekannte Gesichter, zum Teil frisch bekannte Gesichter, zum Teil Gesichter, die ich noch nicht kenne. Aber es ist einfach wunderbar, haben wir den Raum eigentlich so schön gefühlt. Und ich hoffe, ihr seid mit Neugierde da und ja, gespannt, was dann Stressig alles entstanden ist. Mit so viel Herzblut. Es sind auch sehr viele Menschen beteiligt. Ihr werdet sie im Verlauf des Abends noch ein bisschen kennenlernen. Mein Name ist Andrea Keller, ich habe das Ganze dürfen initiieren und wunderbare Menschen mit einspannen, wunderbare Menschen neu kennenlernen. Und ja, ich bin mega stolz und freue mich, dass wir jetzt hier zusammen den Abend verbringen dürfen. Und der Abend ist eigentlich am Ende von einer langen Vorbereitungsphase, aber er ist ja am ersten Anfang von dem, was kommt. Wir haben uns heute aufgewärmt, wir werden das alles erfahren. Es ist ein bisschen ein Liebesgeschichte. Oder zumal eine, die immer viel Herzblut drin ist und wo auch einen warmen Blick auf etwas geworfen wird, wo man auch könnte anders anschauen könnte. Ihr kennt es wahrscheinlich alle. Die eine schon seit Jahrzehnten, die andere seit Jahren, die dritte vielleicht erst seit ein paar Tagen, die von dem Projekt gehört haben. Der Grund, warum wir da sind, oder der Startimpuls für das ganze Projekt, ist das Gebäude, wo ja, als ich am Anfang, bevor es losgegangen ist, ein Gedicht geschrieben habe und ich dachte, ich lese euch das jetzt mal vor. Zumal Text ja ein Teil sind von dem Material. Ja, so kennen wir es. Oh Darwin, stehst da in dir zusammengerückt, vom Erdboden angezogen, durchgebrochen dein Dach. Ein Menschenwerk und die Natur ist eingezogen, dir in die Ritzen gewachsen. Moos und Gras, mein Häuschen. Moos und Gras. Gewucher am Werk, gestrüpp im Wunder. Du wirkst fragil, weil schon so eingebrochen und stur und stark zugleich. Zernagt vom Zahn der Zeit. Wärst du ein Mensch, du Häuschen, man hätte dich längst schon ins Pflegeheim gebracht. All deiner Gebrechen wegen und um Mut für dich zu sorgen, würde man sagen und nicht wagen auszusprechen, dass es für Zerbrechende keinen Platz gibt vor aller Augen und in einer Gesellschaft, die der Jugend frönt, der Schönheit, dem in der Kraft sein, dem ganz im Saft sein Häuschen. Stehst da in dir zusammengerückt und vom Erdboden angezogen, durchgebrochen dein Dach, ein Menschenwerk und die Natur ist eingezogen. Du, Andrea, du bist Künstlerin, gell? Du bist dort im Gonzenbergwerk, hast den Mercedes gesehen, hast den Hans Bertsch angesprochen, dann bist du mit dem Auto umgefahren und das Projekt ist gemacht. Oder wie ist das entstanden? Du hast schon sehr viel in Erfahrung gebracht, merke ich gerade. Es war nicht ganz so einfach, aber es hat tatsächlich so schöne Zufälle wie das mit dem Mercedes, dass mir der aufgefallen ist. Und dann via Jöcki Ernst Ackermann, das ist ein anderer Beteiligter, ist uns das Auto und der Hans als Geschenk quasi zugeführt worden. Das ist wahr. Das Projekt hat vor langem, langem angefangen. Das ist vor 2 Jahren den Gedanken aufgekommen, vielleicht sogar schon vor 2,5 Jahren. Und das war schon ein weiterer Weg, als es jetzt gerade getönt hat in der Abkürzung. Aber im Bett und träumt hast du ja nicht. Bist du eine Skikanone? Bist du viel da oben gewesen? Bist du viel vorbeigefahren und denkst, boah, der Steinbruch ist da los? Ich habe das im Fall schon seit Jahren im Blick, das Häuschen, und habe eben gemerkt, ich bin nicht alleine damit. Es gibt wirklich einen Haufen Menschen, die es mal gesehen haben. Und wenn man es einmal gesehen hat, dann schaut man eben beim nächsten Mal wieder an, weil man es irgendwie denkt, das ist in einem wahnsinnig gescheiterten Zustand. Und nach dem Winter und jetzt von der, das kann nicht mehr stehen und es steht einfach immer noch seit Jahrzehnten, es steht und steht und steht. Und das hat mich wie berührt und beeindruckt. Und irgendwie habe ich gemerkt, ich möchte schauen, was gibt es da für Geschichten, was steckt dahinter, was gibt es zu erfahren, was hat das zu erzählen. Und eben auch, ich habe gemerkt, ich bin nicht alleine mit dieser leicht seltsamen Geschichte, dass es mich irgendwie berührt. Das ist eine Lebensgeschichte.
ein bisschen eine Liebesgeschichte ist es schon. Ja. Bist du voll verliebt? Ja, ein bisschen verliebt. Nein, ich habe Respekt vor ihm. Es hat so sehr lange etwas Tapferes gehabt, was sich so gestemmt hat gegen die Zeit. Und mittlerweile ist es schon sehr desolat zu Wege. Aber es hat so eine Phase gegeben, wo es eigentlich sehr tapfer gewirkt hat. So mit dem grossen Gebäude im Hintergrund, im Rücken. Und es steht so vorne dran und ist klein, aber irgendwie zäh. Und ja, irgendetwas hat das mit mir gemacht. Aber es ist also so zäh, oder? Nicht so gehen daher und wollen sie unterstützen. Meinst du? Nicht mal unterstützen, wir wollen einfach festhalten, was ist. Weil jetzt mittlerweile ist es jetzt wirklich ist es so... Ist es nicht böse, der Darling, dass ihr es auf einmal könnt und hier eingreifen? Wir greifen ja nicht ein. Wir verändern den Ort ja nicht, in dem Sinn. Ja. Wir greifen nicht ein, wir halten fest, wir dokumentieren, wir fragen, wir forschen, wir gehen ins Gespräch. Aber wir verändern den Ort nicht. So. Also wir verändern ihn in dem Sinn, dass wir natürlich noch mehr ins Bewusstsein holen von den Leuten, das ist schon so. Und dass wir ein bisschen Informationen ausgraben zu dem Ganzen. Aber wir greifen nicht ein und machen konkret etwas mit dem Objekt. Aber ist ja so ein bisschen eine Zeitreise, oder? Ein Element des Projekts ist eine Zeitreise. Wir haben so einen, eben den alten, schönen Mercedes von Hans Bertsch aus Sargans. Und da gibt es freiwillig Mitwirkende aus Mels und Umgebung. Und dort kann man wirklich eine 25-minütige, 30-minütige Zeitreise machen, wo man sich auch in ein persönliches Gespräch einlassen kann und miteinander das Thema Zerfall bearbeiten und Zeit und einfach auch, ja, auch ein bisschen in den Zeiten rumflippen in dem Karren, in dem schönen Auto. Und zu Mels, dass es gar nicht so einfach ist, politisch, wenn man etwas neu machen will, so, bist du herzlich empfangen worden? He? Mega herzlich, ja. Das ist irgendwie, der Steinbruch ist ein der Darling von Mels und du jetzt inzwischen auch, gell? Das kann ich so nicht sagen, da musst du Mels fragen. Du bist aber richtig verlegen, ich sehe es. Ja. Das ist fies, natürlich. Ich bin sehr offen empfangen worden und herzlich. Und ich glaube, man hat eben gemerkt, dass es... dass das Interesse ein echtes ist und dass auch alle Leute, die beteiligt sind, wirklich mit Herzblut dabei sind. Und dass wir das versuchen, sorgfältig anzugehen und eben auch nicht von außen kommen und etwas aufstülpen, sondern auch ins Gespräch gehen und versuchen herauszufinden, was lässt sich auch mit den Menschen vor Ort machen. Eben, was ist auch da rum, was gibt es zu entdecken. Und das macht ganz viel mit den Leuten, das connectet auch, gell? Das ist die Hoffnung, dass es verbindet und dass es eben ganz verschiedene Menschen verbindet. Letztlich ist ja das Thema, das wir haben, durch das Häuschen, eben die Vergänglichkeit, ist ja das Thema, das uns alle verbindet. Oder egal, wie wir abstimmen, wo wir her sind, wo wir hingehen, das verbindet uns schon. Und wenn wir es schaffen, über das Projekt die Leute in einen Austausch zu bringen, bin ich mega happy. Ja, dann ist schon ein grosses Ziel erreicht. Also wir zählen jetzt nicht alle Namen, die beteiligt sind. Aber danke dem Vorstand. Ihr seht hier die Logos von den Partnerinnen und von den Partnern und eben auch von denen, die Unterstützung gegeben haben auf finanzieller Ebene. Das ist tatsächlich auch nötig gewesen. Ich habe auch noch Blumen, weil wenn wir jetzt nicht alle persönlich verdanken, aber natürlich am Abend ist es ein bisschen ungefährlicher, der Familie Ackermann. Darum haben sie unsere Führer sitzen. Würde ich, also der Janine, der auf der Stubenküchentisch, dann hat Andreas etwas davon. Euer würde ich ganz, ganz herzlich gerne. Und die Blumen sind keine Trockenblumen, die leben noch. Überreichen. Und vielleicht auch, also ihr bekommt auch alle noch ein Buch. Auch ihr. Aber das machen wir nachher. Was mir wichtig ist, ihr seht es jetzt nicht, sie sitzen da vorne, aber wir haben. Ein mega schönes Bild von dieser Familie Ackermann und sie sind auch ja, relativ bald einmal auf dem Prozess Menschen gewesen, die wir kennenlernen durften, weil sie Besitzer vom Steinbruch, wo das Häuschen dazugehört. Und wie es der Zufall so will, feiert der Steinbruch 170 Jahre Jubiläum das Jahr. Und der Steinbruch ist auch seit den 170, also seit, was ist es, 1854? In der Hand von Familie Ackermann, das heisst, wir sind jetzt in der sechsten Generation. Der Andreas Ackermann und jetzt Gianni sind das am Führer und der Anton Ackermann, der das vorher in der Hand hatte, sitzt auch da. Das ist ja euer Steinbruch, gell? Ja. Hättet ihr gedacht, dass es mal so etwas gibt für so ein Projekt? Nein, ich wäre nur froh gewesen, du wärst schon lange Zimmer gekommen. Jetzt gehen wir schauen, was das ist. Das haben wir noch ausgegraben, einfach um das nochmal unterstreichen, um die lange Geschichte unterstreichen von dem Wort. Ich glaube, das ist euer Verwandte, gell?
Ja, in dem Buch, das ich her habe, Janine hat es mir gegeben, das ist vom Pferdverband, der Verein nennt es genau, ist er also der Plattenbrecher. Ah, schön. Das ist ein super Bild. Wir haben durch Familie Ackermann, sondern eben den Stein kennengelernt, das ist der Berungang. Der ist noch etwas älter als 170 Jahre. Wir sagen zwischen 300 und 260 Millionen Jahre. Und wenn man sich das vorstellt, oder wir haben das Projekt über Vergänglichkeit, und dann kommt der Stein dazu, und der Stein ist einfach, der reißt alles auf. Also so, mit dieser Zeitachse lässt sich noch ganz anders über das Ko-Ungar nachdenken, auch vom Menschen. Der Verugana ist da ja sehr präsent und eben uns auch als Herzpakt für das Projekt eigentlich noch sehr, sehr wichtig geworden. Der Verugana gibt es auch so. Der Mich hat der Verugana zeichnet auch, das ist der Illustrator, der mit im Team ist, zum Text von Franziska Hipper. Das sage ich schon mal voraus verraten. Das ist unser Team, also das Kernteam, das Team ist um einiges grösser. Aber ihr seht, mich, dann Aria, nebenan, sie macht die Fotos von diesem Projekt. Also alle Bilder, die ihr gesehen habt, sind aus ihrer Kamera und aus ihrer Schmiede. Wir haben Gabriela, die mitgeschrieben hat und auch sonst fest unterstützt, auch die kommunikativen Aufgaben. Wir haben hinten Petra. Petra hat am Anfang geholfen beim Geldersuchen. Wir haben den Raphael. Der Raphael hat. Der Raphael ist da. Er hat das filmische Werk gemacht, das wir heute noch geniessen dürfen. Melanie. Nina ist die Szenografin, sie ist involviert in dieser Rundfahrt und der Paolo. Er ist der Gestalter, der Grafikdesigner, der mit im Team ist und hat zum Beispiel zu dem wunderbaren Buch ganz viel getan. Ja, Damen und Herren, lernen wir nachher. Wir haben heute inoffizielle Fahrten gemacht, die nicht ausgeschrieben waren, um es ein bisschen anzutesten. Und ich bitte jetzt ganz, ganz herzlich, die heute im Einsatz waren und der Hans Bertsch, der am Steuerrad war, und die da sind, die im Einsatz waren, kommen doch führen. Wir machen es so, ich stelle jetzt ein paar Fragen, ich hole eure Fragen ab. Eigentlich wollen wir uns den Specht aus dem Mund ziehen, dass wir alle so eine Rundfahrt machen. Jürgen, erst mal fangen wir mit dir an, weil du bist der Erste gewesen, wo mir gesagt hat, also wo ich gefragt habe, wir haben uns getroffen im Restaurant drüben. Ich habe das Dossier hingelegt, habe von der Idee erzählt und du hast gesagt, ja, ich bin. Warum? Das ist ganz einfach. Erstens war es eine sehr sympathische Frau. Hat sie sofort ins Herz geschlossen. Das Thema war eigentlich zweitrangig. Aber nein, ich bin sofort überzeugt, dass es eine ganz gute Sache ist. Ich bin auch sehr interessiert an unserer Geschichte und vor allem an unserer Gegend. Und Versöhnungs, die sie mir angefragt hat, bin ich heute nicht zu haben gewesen. Ich bin dann auch von der Traube heimgegangen. Mit Auflauf habe ich gedacht, oh, was hast du denn reingebracht? Ich bin dann ins Bett. Morgen drei bin ich aufgestanden, habe schon ein paar Notizen machen. Und so ist es dann entstanden. Und ich glaube, ich habe hier eine sehr gute Sache dürfen unterstützen. Ich habe es so gut wie möglich unterstützt. Da konnte ich sehr viel beitragen. Aber Andrea, ich glaube, deine Idee war wunderbar. Darum habe ich hier auch mit Liebe und Seele mehr eingesetzt. Und darum möchte ich auch Danke vielmals sagen, dass ihr da sind. Und ich hoffe, dass ihr auch Interesse zeigen. Und mehr Mails nach euch, die vielleicht nicht immer da sind. Aber wir werden es neu zeigen. Danke vielmals. Warte, ich muss zuerst noch. Wir sind an dem Tisch gesessen in der Probe und haben gesagt, das ist die Idee und wir brauchen auch noch ein Auto. Ein altes Auto brauchen wir auch noch. Und ich habe das letzte eins fotografiert in unserem Ganzen. Und ich habe gesagt, so etwas stellen wir uns vor.
Und dann hat Jörg gesagt, ja, ich weiss denn das. Und dann gehört es. Du fährst jetzt auch mal mit dem Mercedes rum, oder? Das mache ich machen, ja. Und was machst du denn? Was erzählst du denn dort? Also ich erzähle nicht viel, ich muss manchmal nur korrigieren, wenn der neben mir, die Begleitperson, zu viel Zeit. Wir in der ganze Karren ist ausstaffiert, oder? Er ist geschmückt. Dann nehmen wir ein Kassettli, wo moderiert wird, oder? Falschmeldungen gebraucht werden, oder? Das ist zum Beispiel ein Ritter auf der Autobahn kommt und diese Sachen. Oder? Das ist aber sehr gut gemacht. Und dann hast du zwischen deine Musik. Die tust du dort wieder ein bisschen aufdrehen, weil vielleicht der Moderator zu viel schnurren kann. Kannst du dort die Musik ein bisschen aufstellen und etwa reinschnurren. Da muss man auch. Hättest du es so als der Ganze gedacht, dass du mal zwei mit einem so Mercedes rumfährst? Ich bin Melzer, ist keiner so wie ich. Das ist ja so. Aber zur ganzen daheim, oder? Zergas geboren und Zergas daheim, aber ich bin Melzer, als ich bin hier aufgewachsen. Also du fährst mit Leib und Seele in der Vergangenheit um? Hundertprozentig, ja. Ist das meine Heimat, ja. Ist denn das eigentlich jetzt, weißt du, ein Rückblick oder ist ein Blick nach vorne? Oder wie siehst für du mich das? Jetzt? Ja. Für mich ist es ein Blick in die Zukunft, wenn ich eigentlich noch 30 Jahre da sein möchte, oder? Ja. Es war ein bisschen viel verlangt, aber das ist eigentlich mein Ziel. Aber ich merke schon, du hast eine unhure Freude, gell? Was meinst du? Du hast eine unhure Freude, sicher, in diesem Projekt. Sicher. Das sind eigentlich alle im Team, oder? Jeder hat seine Funktion. Und wir haben auch Vorbereitung auf den Anlass. Und es ist total etwas anderes. Du kommst mit anderen Leuten zusammen. Es bringt dir etwas auch persönlich, oder? Du hast in dem Künstlerkreis und mit den Strukturen, die dahin, das sind wir uns gar nicht gewöhnt. Und da muss man wieder offen sein für das. Und irgendwo den Zugang zur Kunst hatte ich schon gehabt, als ich in Zara unten war, in der Ausbildung. Sind wir dann da, zumal sind wir ins Kunsthaus und das hat mich eigentlich immer ein bisschen inspiriert. Und habe dort eigentlich den Zugang ein bisschen zur Kunst überkommen. Du bist der ideale Chauffeur, das ja, ja, gell? Genau, genau. Ja, fahren musst du können. Jetzt morgen muss ich noch in die Autoprüfung, oder? Bis jetzt war ich immer ohne Ausweis. Es sind ja ein Haufen Leute hinten dran. In dieser Gruppe, die wir sind, sind es vor allem Melzer, oder? Es hat sehr viel von Melz. Da ist einmal Herr und Frau Ackermann, sie war Gemeinderätin, ursprünglich eine Blumserin, oder? Dann ist der Oli Thüring, der von ACDC Concerto, Hans Hack, der Sänger, oder? Ja, ja. Dann ist der Jöki Ernst, die auch bekannt. Ja, ja. Und wer immer noch. Auf jeden Fall, vor allem ein Haufen Melzer, gell? Ja, es hat einen Haufen Melzer, ja. Aber der Stern bist du, gell, mit dem ja, Mercedes? Ja, vermutlich, das heisst jetzt du. Das sehe ich überhaupt nicht so. Aber auch Mercedes ich als ist Fahrer vergänglich, müsste, oder? Als Fahrer müsste ich eigentlich ruhig sein und mich zum Fahren konzentrieren, oder? Aha, ja. Ja, ja. Und wenn es der Mercedes mal ausfällt, ist ja auch vergänglich, oder? Ja, der ist auch vergänglich, oder? Darum habe ich extra den Rost nicht machen lassen, dass man das sieht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, hast du am Anfang, wo du gehört hast, es gibt das Projekt, was hast du dort gedacht? Also grundsätzlich entstanden ist es bei mir so, ich wohne ja vis-à-vis vom Bergwerk, oder ja, zur Gas. Genau. Gerade das Haus der Zoi. Und dort stelle ich immer meinen Mercedes vorne her, oder? Und dann ist die Künstlerin von Zürich auf, die Andrea, ist in dem Bergwerk gesehen. Das Nachthäuser oder was auch immer, ist rausgegangen und hat das Auto gesehen. Ja. Und auf das hat sie dann auch gefragt, wem das Auto ist. Und dann hat natürlich der Jöki Ernst, die ist ein Jahrgänger, zu meiner Frau, Jahrgänger, hat natürlich so oft mich gekannt, oder? Und hat die gesagt, hat mit mir Kontakt aufgenommen und dann habe ich eigentlich von Anfang an bin ich begeistert gesehen. Ja. Und dann ist natürlich noch ein Name, gell? Hans Bertschi, der vom Sargasserländer, hä? Also ich bin vom Sargasserländer Hans Bertschi, ist auch dabei. Ja. Und ich heiße auch Hans Bertschi. Eben drum. Ja. Jetzt wirst du sicher auch ein Journalist, meinst du nicht? Nein, es eben nicht. Es eben nicht. Nein, da lassen wir die Jüngeren machen. Martin, mir hat vorher der Hans Bertsch gesagt, dass fahre ich einmal einen mit und so und dann täglich Gespräch machen mit den Leuten und so weiter. Und wir müssen manchmal auch unterbrechen und so. Also was sind das für Gespräche, die ihr heute macht in dem Auto drin? Also es geht ja darum, das Projekt geht ja um Vergänglichkeit. Und ich als Gesprächspartner werde versuchen, Mitfahrerinnen, Mitfahrer, meine Gäste in ein Gespräch zu verwickeln zum Thema Vergänglichkeit, zum Thema Endlichkeit, zum Thema Leben und Sterben. Ja. Das ist ja recht philosophisch, gell? Irgendwie. Passt das zu einem Mercedes? Ja, der ist auch endlich.
Kann man sagen, gell? Und die Leute lassen sich darauf ein, oder? Ist das sehen wir, das sehen wir. Ah. Also, ja, ich werde immer wieder auf das einschwenken. Mhm. Weil es betrifft ja uns alle. Die Endlichkeit, deine, meine. Ob es morgen so weit ist, wissen wir nicht. Und darum ist es gut, darüber zu reden. Mhm. Dass es dann keine Überraschung ist, wenn plötzlich jemand fehlt. Und das ist ja wirklich schön, wenn man so etwas sich bewusst macht und sich auch gegenseitig im Gespräch bewusst macht und sich mit dem kann beschäftigen kann. Genau. Genau. Und das habe ich sehr lange gemacht. Und darum ich bin voller Neugier auf meine erste Fahrt. Und bin sicher, ich kann die Leute ins Gespräch verwickeln. Das ist nicht das Problem. Verändern sich Menschen, die sich trauen, mit dieser Frage sich zu beschäftigen? Ja, vielleicht fangen sie an, das Leben mehr geniessen, mehr führen schauen. Denn was war, ist, kann schon nicht mehr ändern. Und somit finde ich halt, von jetzt an geniessen. Einfach das Leben geniessen. Neue, spannende und unliebe Leute kennengelernt. Das ist eigentlich das Schönste bis jetzt für mich. Und geniessen das wirklich. Es ist spannend, was auf euch zukommt. Und die noch nicht gebucht sind, machen das. Schönen Abend. Danke vielmals. Nachrichten bei Radio Darling. Der Stein des Jahres 2024 heißt Verrucano. Das gibt die Geologische Tiefenzeitforschungsgesellschaft in Lugano bekannt. In einer Mitteilung begründet sie die Wahl wie folgt. Das rötlich-violette Gestein sei seit Millionen Jahren unterwegs in einem Kreislauf von Aufbau und Zerfall. In diesem Sinne sei der Verrucano als Gestein des Gedankenanstoßes zu verstehen. Das Wetter ist wie immer dem stetigen Wechsel unterworfen. Das waren Nachrichten von Radio Darling. Am Mikrofon Valerie Wacker, Redaktion Andrea Keller, Technik Olli Kuster. Ich hätte eher, um ein bisschen von dem Buch zu erzählen, wo ihr da draussen rüber kann. Wenn ihr jemanden sehen, wenn er das am Lesen ist, dann würde er sehen, dass er zuerst so macht. Und dann merkt er, okay, das ist der Gag an dem Buch. Die Idee hat der Paolo gehabt. Und wir haben ja, mit der Andrea Zimmer und mit allen Beteiligten natürlich uns überlegt, wie wir das ganze Thema Häusle, Zerfall, die ganze Welt, die sich aber auch hinter dem Häusle offen tut, oder der Stahlbruch, der Kraftort, der Ort, wie wir das hier reinbringen. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, es gibt hier zwei Ebenen. Es gibt auf der einen Seite die faktische Ebene, also vielleicht so die journalistisch, und dann gibt es auf der anderen Seite die literarische Ebene. Und darum hat das Buch zwei Anfänge und kein Ende. Und das hier nennen wir die Holzseite. Das Schöne an dem Buch ist, es ist nicht nur zum Lesen, es ist auch zum Schauen und vor allem auch zum Anlangen. Langen es unbedingt an, es fühlt sich gut an, mit dem
mit dem Relief. Das ist die Holzseite. Auf dieser Seite befassen wir uns mit dem journalistischen, faktischen. Wir haben ein wunderbares Essay von der Andrea drin. Wir haben die Geschichte von der Familie Ackermann im Stabruch. Wir haben ein Atelierbesuch bei der Barbara Villax, die oben im Stabruch den Stab bearbeitet. Wir haben Interviews mit einer Philosophin, mit einer Psychoanalytikerin, wo es um das Thema Vergänglichkeit geht und um all die Sachen, die ein bisschen das Faktische sind, ein bisschen das Handfestere. Und dann, wenn wir es umdrehen, dann haben wir eine riesige Merle-Welt, würde ich sagen. Es sind ganz viele Schweizer Schriftstellerinnen und Schriftsteller eingeladen worden, um sich anhand von dem Häuschen oder anhand von dem Thema sich dem textlich zu nähern. Es hat Gedicht gegeben, es hat Geschichten gegeben, es hat Märchen gegeben. Es gibt sogar ein Interview mit dem Häuschen, falls euch interessiert, was das zum Sagen hat. Wir haben noch einen Tag drin, eine Lokale. Also es ist wirklich ein absolut wunderbares Buch. Es sind so viele Leute beteiligt. Und die zwei Seiten werden zusammengebracht durch Fotografien von der Ariane, die so wunderschön ausschauen. Ich möchte euch gerne nicht viel darüber erzählen. Schaut es am besten selber an. Gang schmücken, langen an. Und um euch vielleicht zu sagen, wie viele Leute nur schon da sind, die an diesem Buch beteiligt sind, würde ich euch gerne bitten zum Aufstehen. Jeder, der irgendwie mit dem Buch zu tun hat, also geschrieben hat, Illustrationen gemacht hat, Fotos gemacht hat, Grafik, Druck, steht mal auf die Seite. Also nur schon da. Im Rathauskeller. Zu dem Projekt gehört ja auch, wir sagen immer, ein filmisches Werk, weil sagen, ein Film ist vielleicht ein bisschen zu einfach. Nee? Also, wie würdest du bezeichnen? Als filmisches Werk oder als Film? Ich sehe ihn zum ersten Mal so auf der Leinwand, so groß. Das ist eigentlich eine Installation, eine Videoinstallation, die im Rathauskeller in Mels läuft. Also wir sind es heute am Aufbau gewesen, aber noch ein kleiner Hexenschuss geholt. Ich werde auch jünger. Genau. Ja, also für mich ist es eigentlich eine Installation, die wir jetzt hier im Kino Premiere können feiern, was mich sehr freut. Okay, wir würden nachher noch ein bisschen mehr darüber reden. Gibt es etwas, wo wir wissen sollten zu dem Werk, bevor wir es anschauen? Ja, also schaut es euch an, erwartet nicht, dass es eine Geschichte gibt. Oder schaut vor allem, schauen, was bei euch passiert. Verknüpft Zusammenhänge zwischen den Bildern, die ihr seht, und den Geräuschen, die ihr hört. Und ich glaube, wenn ihr nicht allzu viel erwartet und ich nicht allzu viel sage, dann funktioniert es nicht. Wir könnten nachher gerne noch den Film noch fragen. Ja. Genau.
Und wie bist du denn schlussendlich zu dem Format gekommen? Ja. Ja, es war klar, dass es installiert sein wird im Keller. Und ich habe einfach wie gefunden, dass das ist für mich wie das, was am nächsten kommt, um einfach zu beobachten. Also meiner Herangehensweise, wenn ich auch dort war. Also man entdeckt immer wieder neue Zusammenhänge, auch wenn man den Film so schaut. Und ja, es bringt einem irgendwie wie vor Ort. Ja. Es ist wie, man muss ja ganz viel selber zwischen den Leinwänden hin und her gehen mit dem Blick. Man muss die Zusammenhänge selber knüpfen. Das wollte ich eigentlich so will erlebbar machen. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja, das ist sehr gut gelungen. Das ist mega cool, wie man so, ja, so Parallelen sieht, dann teilweise, und wie sie wie so zusammenfließen. Das ist wirklich ja, sehr eindrücklich. Wie ist die Zusammenarbeit mit der Musik gesehen? Wie ist das dazu gekommen? Mhm. Ja, das ist auch noch spannend. Der Nico, der den Sound gemacht hat dazu, der hat ein Auslandsjahr oder ein Austauschhalbes Jahr. Der ist in Argentinien, also in Buenos Aires. Also wir haben eigentlich per Telekommunikation haben wir miteinander geredet und ja, so ist der Sound entstanden. Aber irgendwie noch schön, er ist eigentlich während der Zeit, wo er die Musik gemacht hat, in den Anden unterwegs gewesen. Vielleicht sind die einen oder die anderen von euch auch schon mal da gewesen, also ich noch nicht, aber das ist eine von den berühmtesten so Bergmassiv, so sagenumwoben. Ja. Mhm. Ja, und wir haben uns eigentlich recht schnell gefunden. Also er hat den Soundteppich gelegt und ja, und ich bin begeistert gewesen. Genau. Ja, ich finde einfach, also ich bin total fasziniert von dem Ort nach wie vor. Also es sind so viele Geschichten noch nicht erzählt. Man muss nur ein paar Minuten dort sein und es hat so, also oder ein paar Stunden verweilen und es hört nicht auf. Also die ganze, der Kraftort, der für die einen ein mystischer Ort ist, ist für die anderen ein Abbauort von Mühlenstein. Und ich habe es so faszinierend gefunden, wie beides wie möglich ist. Also dort, wo ein Stein rausgebrochen worden ist, ist eine Schale, wo Opfergabe oder weiss auch nicht was gemacht können werden. Aber gleichzeitig ist es einfach ein Stein, der fehlt. Oder? Und es hat verschiedene Symbole dort, es hat Kreuz, es hat... und das, ja, das können Zentren sein von zukünftigen Mühlensteinen, aber das kann auch was ganz anderes sein. Und das habe ich so faszinierend gefunden, wie viele Geschichten das an diesem Ort sind. Ja, genau. Ja. Ein paar davon, ziemlich viele davon. Sind aber auch immer in Zusammenarbeit mit dem Buch entstanden. Genau. Also es gehört wie zusammen. Mhm. Ja, der Film gehört zum Buch. Und, so, ja, genau. Und alles gehört zusammen. Alles gehört zusammen. Und wir gehören auch alle zusammen. Ja. Danke vielmals.